Ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Hier, die Flasche bekommst du umsonst. Ah. Schon gut. Hä? Welche Information habe ich jetzt bekommen? Gar keine. Ah, ich habe den jetzt eine umsonst gegeben. Ah, verdammt. Hier, bring mir was über die Jagd bei. Also gut. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich dir ein paar Takte erzählen. Also, ich dachte, jetzt kriege ich mal was hier. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Ich dachte, der gibt mir jetzt hier direkt was. Ein Bier für eine Information. Du Spaßvogel, hast gar kein Bier dabei. Hol was. Oh. Du wirst jetzt jagen gehen, sonst kannst du was erleben. Pass mal auf. Ich mach dir einen Vorschlag. Lass hören. Du gehst rüber und erledigst die wuseligen Ratten da im Süden. Dann kommst du wieder hier. Und ich gebe dir 30 Goldmünzen. Was meinst du dazu? Also gut, ich erledige die wuseligen Viecher. In Ordnung. Ich warte hier so lange. Verdammt. Muss ich das hier noch alles wieder selber machen. Wie immer. Schlimme ist, dass ich jetzt hier gerade mitten... Ah! Hauptsache, er hat wieder irgendwas anderes anvisiert. Du stehst übrigens da direkt vor einer wuseligen Ratte und willst auf jeden Fall auf die hauen, die weiter weg ist. Das muss doch echt nicht sein. Na, kommst du her. So, okay, haben wir. Da fehlt nur noch diese hier. Puh, so gut. Das ist schon mal gut. So. Was mich jetzt interessiert, ist natürlich auch direkt dieser Stollen hier. Brennt auch wie wohl Licht. So, da sind Viecher drin. Lieber speichern. Wenn wir jetzt die wuseligen Ratten ja besiegt haben. Weiß man nie, was man da für Viecher hat. Warum muss eigentlich das auch Spiel immer speichern und ich gespeichert habe? Ja. Zack. So, das sind ganz ausgewachsene Grabmotten. Ja. Aber ich hoffe, dass ich hier im Gang... Ich muss aufpassen, dass sie mich nicht... von der Seite erwischen. Verdammt, das sind viel zu viele. Ich hätte gehofft, dass ich immer eine so in der Reihe hier... Keine Chance. Schaffe. Hatte ich ja schon mal öfters bei Piranha Bytes Spielen, dass wenn du die einfach so in einem Gang hast, dann hast du immer nur eine nacheinander und kannst die dann erledigen. So, wenn die dann natürlich vier Stück nebeneinander sind, habe ich ja keine Chance. Das ist, denke ich mal, klar. Deswegen war das nix. Da müssen wir auch hin, wenn wir hinterher stärker sind. Vor allem ein bisschen mehr Schutz haben. Na gut. Erstmal haben wir es soweit. Das wird jetzt keinen Unterschied gemacht haben, dass ich schon nur die Hälfte meines Lebens habe, weil letztendlich war das nicht so viel. Die wuseligen Ratten im Was ich die runtergehauen habe. Na Mann, das ging aber schnell. Bist du als Jäger gar nicht so schlecht, Alter. Hier hast du 30 Goldmünzen. Moment mal, das sind nur 25. Ja, tatsächlich. Hey, dann eben 25. Mehr hab ich sowieso nicht. Na gut. Das war aber eigentlich nicht das, was wir machen wollten. Weil, ist klar, wir müssen das auch machen.
Aber wir wollten ja den Kistennachschub sichern. Und hier sind keine Leute. Das ist ja dieses Sumpfvieh. Ja, die Truhe, die hat mal geplündert. Gehen wir mal hier rüber. Heugabel. Warum ist denn hier eigentlich nirgendwo einer? Das wird die einfache Truhe hier durchforschen. Ja, alles nehmen. Da sind noch Ratten wieder. Weiß ich gar nicht, ob ich ihn theoretisch schaffen könnte, wenn ich es versuche. Auf jeden Fall kommt er mir gerade ein bisschen zu nah. Speichere aber lieber wieder vorher. Aber hier bin ich ja wenigstens relativ schnell beim Speichern, nicht so wie bei Technomage, wo ich einiges länger warten muss. Na. Hätte schon ein bisschen was aus, die Moorleiche. Aber geht halt nur in Deckung. Hey, das ist echt kacke, dass die anfangen, um einen herumzutänzeln. Ah. Weil ich halt immer nur nach vorne schlage. Aber wirklich gut ist die ja nicht. Ne? Also, ich glaube, braucht es auch ein bisschen, bis ich den runter habe. Aber bisher hat er mich nicht einmal getroffen. Das ist schon mal viel wert. Wenn ich ihn immer weiter down haue und er mich nicht, das ist das Beste. Ja. Können wir so belassen. Aber mein 80 EP ist schon ein bisschen was und das war ein kaltes Herz. Mhm. Schon nicht das Einfachste. So, irgendwo müssen ja hier noch mehr von den Typen sein. Junge Stachelratte. Hm? Hab ich die nicht getroffen? Aber eine junge Stachelratte. Wird man doch meinen. Kriegt man leicht kaputt. Ja. Ja, du, auf damit. So. Ging auch relativ leicht. So, dann haben wir wieder ein Fass. Wollen wir nochmal mit dem ein bisschen interagieren? Dein Kumpel Louis ist ständig besoffen. Mag sein, aber er ist der beste Jagdlehrer, den ich kenne. Du wirst hier in diesem Sumpfloch keinen besseren finden. Ich hab's geahnt. Tja. Da machst du nix. Aber schade, leider keine EP noch gegeben. Aber na gut. Ist halt so. Und noch mehr trinken. Noch einmal. Sind wir schon wieder voll. So, dann kommen wir auch die andere, da muss dann aber noch so eine Ratte, wird die nicht mal so eine junge Ratte gewesen sein. Aber ich frage mich eigentlich gerade, wo ist. Ich meine, es wäre irgendwo so ein Ausgrabungsstandort. Wir auch nochmal. Wir müssen aber da auch wieder so eine Ratte. Das war mal keine junge. Aber auch die erwachsenen Stachelratten. Boah, ich dachte gerade, da rechts wird irgendwas kommen. Warum hakt das denn so? Das ist doch Tüte. Aber da hat sich nur das Bild bewegt, diese Blätter. Ich dachte, da würde irgendwas auf mich zukommen. So, das war hier der Weg, von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Machen wir die hier noch platt. Das ist ja eine Junge. Ah, die mich erwischt, ey. So, hier auch nochmal. Ah, da oben ist jemand. Okay. Nautilus, kannst du jetzt mal dich treffen lassen?
Danke. Joe, guten Tag, der Herr. Hi. Ah, du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Aber ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht, das kannst du vergessen. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Nein, nein, ich kenne euch doch. Erst wollt ihr einen in Sicherheit wiegen und dann kriegt man doch nur auf die Mütze. Wer hat dir denn den Tag versaut? Sie sind überall. Muss dich nur mal umsehen, dann wirst du schon sehen. Diese fürchterlichen Schreie und dieses Geflüster. Ich kann es kaum ertragen. Hm? Entspann dich mal, Kollege. Du Tor, verstehst du denn nicht? Sie sind hier überall. Sie werden aus ihren Gräbern steigen, um sich an uns Sterblichen zu rächen. Ihre Ruinen, die aus dem Boden geschossen sind, sind nur die Vorboten. Bald werden sie sich zeigen. Und dann sind wir alle verdammt. Wir alle, verstehst du? Ich geb mir Mühe. Was für ein Geflüster, wovon redest du da? Na hör mal, hast du denn nicht die schrecklichen Tempel gesehen, die überall aus dem Boden gedrückt wurden? Was glaubst du denn, wer die erbaut hat? Der ganze Krempel dieser Ahnen liegt hier überall in der Gegend herum. Und die Idioten im Banditenlager haben nichts Besseres zu tun, als ihre Gräber zu schänden. Die Ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen, glaub mir. Aha. Ja, die Toten können nichts mehr machen. Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Du bist nicht von Hawkins geschickt worden? Weißt du, er will nämlich, dass ich wieder zur Ausgrabung da drüben zurückgehe. Ich gehe da aber nie wieder hin. Nie wieder. Verstehst du? Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Verdammt, hab ich es doch gewusst. Ich gehe aber nicht, das kannst du vergessen. Muss ich dich erst zur Arbeit prügeln? Schlag mich ruhig. Nichts kann schlimmer sein, als von den Geistern der Ahnen erwischt zu werden. Solange ich keinen Schutz gegen die Ahnengeister habe, gehe ich nirgendwo hin. Such dir einen anderen Idioten für den Job. Nimm doch Dwight. Der hat sowieso nie was zu tun. Ich bleib jedenfalls hier. Hm. Ich hab hier etwas zu deinem Schutz. Du willst mich doch bloß verarschen. Was ist es denn? Tja, es ist ein Amulett. Man sagt, ja, es soll böse Geister verjagen. Wirklich? Dann her damit. Zeig mir das Amulett. Klar. Hier hast du's. Ja, das ist es. Endlich. Das wird mir helfen. Ich spüre seine magische Wärme. Natürlich ist es warm. Ich hatte es in meiner Tasche. Was? Wie meinst du das? Vergiss es. Gehst du jetzt wieder graben? Vielen Dank, mein Freund. Nichts lieber, als dass ich grab dir alles aus, alles. Fang erst mal mit deiner Ausgrabungsstelle an. Aber natürlich. Ich mach mich sofort an die Arbeit. Das kann ich, ob dir ja genügend eigene Sorgen. Nicht hinterher auch hops ging oder so. Naja, erstmal haben wir das auch erledigt. Okay, das ist eine große Stachelratte. Ah! Was soll denn das? Das Autotarget ist echt kacke, wenn ihr immer eigentlich das Ziel anvisiert, was man nicht. Da, ja, ne? Das ist die Ratte da hinten. Und angreifen tun wir natürlich die andere. Immer die andere als die wir gerade brauchen. Boah, ey, ich bin gleich hops wegen diesen blöden Ratten. Oh, puh. Da schon, die erwischen mich jetzt echt. Mann, Mann, Mann. Ist nicht einfach hier. Ja. Hä? Kannst du mal den... Hab ich den schon erwischt oder was? Oh ja. Habe ich nicht mehr mitbekommen. Also nicht mal gescheckt. Was ich hier erledigt habe. So. Der Zumpfi haben wir ja schon erledigt. Mach was anderes. Okay. Das heißt, wir haben jetzt... Da hinten ist der Jägerlehrer.
Ich weiß nicht, ob mir noch ein Arbeiter fehlt. Weil, ja, es ist einfach irgendwie hängen geblieben. Hier ist ja soweit erstmal keiner mehr. Gehen wir erstmal wieder zum Wasserfass. Können wahrscheinlich noch ein bisschen da hinten rumlaufen. Lass uns. Ach, was mache ich denn hier? Wollte ich doch gar nicht. Wollte einfach nur das Wasserfass. Um mich voll zu heilen. Also nicht mit dem Quatschen. Heilen reicht erstmal. Wenn wir wieder voll sind. Ah, wenn es nur ein Ticken schneller gehen würde. Ich glaube, teilweise ist er dann wirklich schneller, wenn man, je nachdem wie low man ist und wie viel man im Spiel schon dann weit gekommen ist und Lebensenergie allgemein hat, ist es wahrscheinlich sinnvoller, schlafen zu gehen, als sich hier an dem Wassertrügen zu stärken. Ja, fehlt noch ein kleines bisschen. Dann machen wir was natürlich voll. So. Dann sprechen wir mal mit Hawkins. Weiß nicht, ob noch was fehlt. Okay. Ich meine, die Motten, die wir hinten gekillt haben, waren auch noch eine Quest, aber... Nee. Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle. Tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Frag besser nicht. Na gut, dank dir. Hier, nimm das Gold. Ich hab auch noch anderes zu tun. Ja, irgendwo fehlt uns jetzt noch einer. Skills, ja, okay. Schwertkampf 2, Talent, Benutzen von Schwertern und leichten Nahkampfwaffen. Du kannst Konterparaden ausführen und so die Angriffe deiner Gegner unterbrechen. Du kannst Seitenschläge ausführen. Das ist der nächste Punkt. So. Nee. Quest. So, Buddy, die Arbeiter. Hawkins erzählt mir, dass er die Arbeiter dazu bringen soll, die Arbeiter zu bergen und zu Beppo zu bringen. Borger schickt die Kämpfer nicht los, um die Arbeiter zu beschützen und der Geräuscher vergiftet die Gebüter. Alle Arbeiter tragen Arbeitskleidung, die sind meistens Ausgrabungsstellen zu finden. Hawkins, außerdem bist du meine Arbeiter, also, ja, okay. Verbotene Spiele. Was soll ich machen? Das ist halt so ein Handlanger. Da hinten ist nur... Ne, wir sind hier unten. Überall. Meine ich gewesen. Da ist dieser Wurm da. Aber da ist selber soweit nix. Weiß ich nicht, ob ich... Ich scheine aber immer noch nicht alle Arbeiter motiviert zu haben. Naja. Ich weiß nicht, ob da nicht hinterher... Jetzt nochmal ein Bier. Vielleicht auch nochmal mit Rachel sprechen. Nachdem wir ja über den Borger noch mehr rausgefunden haben. Zack. Hey, Rich, ich hoffe, jetzt zu erzählen. Übrigens, Luis behauptet, dass Broga den Don ablösen will. Ha, das habe ich auch gehört. Aber tritt doch mal gegen Broga an. Auf einmal weiß niemand mehr von irgendwas, weil sie Angst haben. Es ist immer das Gleiche. Tja. Ich fürchte, wir brauchen schon ein wenig mehr als nur die Aussage von einem betrunkenen Jäger. Tja,